Akatosch zum Gruße und herzlich willkommen zu Teil, ich glaube und hoffe, 25 des Let's Plays Skyrim mit Weakling-Praktikant Tommy und Lydia. Und wir sind in Ivarstadt. Ja, wie ich jetzt gelesen habe, sind wir hier, weil der Pilgerpfad in Ivarstadt beginnt. Und über den kommen wir zu den Graubärten. Aber vorher möchte ich mich natürlich noch ein wenig hier umschauen. Vielleicht auch noch mal kurz ins Journal schauen. Achso, das war Erledigtes. Hier war doch diese Sache. Ja, Schrein von Azura, das war auch noch was. Ach Mann, Mann, Mann. So viele Sachen. Der Nesselfluch, das ist auch ganz dick gedruckt. Warum? Ist das besonders wichtig? Ist das eigentlich... Geht's da eigentlich weiter? Man weiß es nicht. Genau, die Dämmerwacht, die war noch dazugekommen. Ah. Eine Gruppe Vampirjäger, das klingt total super. Aber will ich mich jetzt darauf noch einlassen? Der Sternschuppenhof. Der ist relativ verlassen, würde ich jetzt mal sagen. Oh, und jetzt verlässt mich das Spiel kurz. Okay. Also ich wurde gerade auf den Desktop zurückgeschmissen. Ich weiß nicht warum. Ich gehe erstmal davon aus, dass alles weiterläuft. Ja, der Hof war interessant jetzt. Was könnte das zu bedeuten haben? Die Rückkehr des Drachenblutes? Und wem von uns würde eine solche Ehre zuteil werden? Und solch eine Macht? Mir etwa? Aha, hier ist ein riesiges Haus noch mit einem Schild. Gasthaus. Was? Wille? Müs? Willemir? 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 Ja, Willemir. So heißt er wahrscheinlich nicht. Willemir. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Haben wir ja so weit jetzt gar nicht weg. Die Schank meint? Entschuldigt, mein Herr. Nee. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht, dann lasst es mich wissen. Das ist, glaube ich, die erste Bardin. Na, bis jetzt hatten wir nur Jungs, die uns was vorgesungen haben. Insofern, das machen wir auf jeden Fall, aber vorher fragen wir mal, was gibt es? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Ach, die verkauft hier auch die Sachen. Interessant. Ja, aber Essen? Hä? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Ich muss ja gestehen, das finde ich jetzt ein bisschen deprimierend. Ich habe ja den Mod installiert, damit eben das nicht mehr passiert, ne, dass ich hier draufklicke und rausspringe. Aber es kommt trotzdem noch vor. Also jetzt nicht, aber gerade. Nee, ich will aber gar nichts essen. Könnt ihr mir etwas über Hoch Hrothgar erzählen? Ich wollte schon immer einmal die 7000 Stufen zum Kloster hochsteigen. Ich würde alles geben, um dieser öden Stadt zu entkommen. Ich beneide euch. Also 7000 Stufen sind auf jeden Fall sportlich. Und mir fällt wieder ein, hier wird es ja auf Deutsch Hoch Hrothgar genannt. Also ich versuche mich da jetzt anzupassen. Was spielt ihr? Ich spiele die Laute. Wenn ihr ein Lied hören wollt, würde euch das nur 5 Goldstücke kosten. Ja, ich habe übrigens gerade gesehen, wir haben über 5000 Goldstücke. Das heißt, das Haus wäre möglich. Nur 5 Goldstücke. Ich würde das Doppelte und mehr bezahlen, um euch spielen zu hören. Klingt vernünftig, vielleicht ein andermal. Ich verstehe den ersten Punkt jetzt nicht. Also wir wollen sie überreden, ihr mehr zu bezahlen?
Ich mache das jetzt einfach mal, weil ich wissen will, was dadurch passiert. Das ergibt für mich jetzt erstmal nicht wirklich Sinn. Oh, danke. Ihr seid sehr freundlich. Hättet ihr immer noch Interesse? Ja, natürlich. Okay. Habe ich ihr jetzt was bezahlt? Okay, also klingt vernünftig. Vielen Dank, mein Herr. Müsst ihr mich wirklich ausgerechnet jetzt belästigen? Ist ein bisschen schüchtern, ne, dass die hier in diese Richtung spielt. Ah ja. Also es tut mir leid, aber für eine Bardin mit dem Namen Linley Sternensang. Also, ich hätte jetzt was anderes erwartet. Aber da sieht man mal wieder alles Lug und Trug in der Musikindustrie. Hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Es sei denn, sie sind unterwegs nach Hochrodgar. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Oho. Da spukt es. Aha, das war ja schon mal interessant. Könnt ihr mir etwas über Hochrodgar erzählen? Die Graubärte sind ziemliche Eigenbrötler. Ich glaube nicht, dass sie ihr Kloster jemals verlassen haben. Ab und zu kommen Pilger hier vorbei, die unterwegs zum Gipfel sind. Aber so gut wie alle kehren unverrichteter Dinge wieder zurück. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Aha. Was? Töte den Drachen? Das ist ja ein netter Beutebrief. Okay, schauen wir uns gleich an. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Der Mann ist eine Goldgrube. Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann. So, dass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Oh, okay. Erzählt mir mehr über das Hügelgrab. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Suchen die Geister auch eure Stadt heim? Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Ich könnte Nachforschungen für euch anstellen. Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Wurde das Hügelgrab schon mal erkundet? Vor ein, zwei Jahren ist hier ein Kerl namens Vindelius durchgereist. Er sagte, er sei so eine Art Schatzjäger. Ich habe ihn davor gewarnt, da reinzugehen, so wie ich euch warnte. In der darauffolgenden Nacht hörten wir Schreie aus dem Hügelgrab und das war es. So, ich bin gerade schon wieder zurück auf den nie wieder gesehen. Desktop geflogen. Also das ist irgendwie gerade eine etwas verkorkste Aufnahme hier. Ich hoffe, dass das für euch jetzt einigermaßen geschmeidig aussieht hinterher. Also das Spiel läuft ja auch weiter im Hintergrund, aber vielleicht, ich gehe jetzt noch mal kurz auf den Desktop, aber werde das dann hoffentlich zusammengeschnitten haben. So, ich habe mal das Antivirenprogramm noch in den Spielmodus versetzt, aber ich... Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ja, wo erfahre ich mehr über Magie? Ich frage ihn jetzt mal, aber eigentlich ist das ja gar nicht so interessant für uns. Magiekundige interessieren mich nicht. Mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Die sind hoch im Norden in Winterfeste und das ist auch gut so.
Mir gefällt es auch gar nicht, dass unser Jarl einen Hofzauberer hat. Ja, der ist auch ein bisschen interessant. Gut. Wenn ihr zum Kloster hochsteigt, dann passt auf, wo ihr hintretet. Es ist ein langer Weg nach unten. Ja, okay. Mach ich, Wilhelm. Was? Ach so, nach unten? Ah, okay. Ja, jetzt verstehe ich, was er... Ihr solltet eure Kunst weiter zum Besten geben. Was soll das bringen? Es gibt bestimmt keinen ungeeigneteren Ort im Himmelsrand, um eine Mühle zu betreiben. Wie soll ich etwas schaffen, wenn diese Bären hier rumlaufen? Habt ihr ein Bärenproblem? Macht ihr Witze? Diese verdammten Biester treiben mich in den Ruin. Wisst ihr was? Wenn ihr mir 10 ihrer Pelze aus Himmelsrand bringt, bezahle ich euch für das Ausdünnen der Population. Eieiei. Wie konnten Bären euch aus eurem Geschäft vertreiben? Habt ihr mal gesehen, was Bären mit Bäumen machen? Sie springen auf ihre Hinterbeine und zerkratzen sie, um ihr Territorium zu markieren. Ich muss schon ganz Himmelsrand nach unberührten Bäumen in der richtigen Größe absuchen. Das kostet zu viel Zeit und Geld. Was macht die denn bitte? Was verärgert euch so, frage ich mal. Vielleicht kriege ich darüber raus, was sie überhaupt macht. Mein Geschäft geht den Bach runter. Mein Lehrling hört nicht auf mich und jetzt kommen auch noch Drachen. Hätte ich nicht alles Gold in meine Mühle gesteckt, wäre ich schon längst aus Ivarstadt verschwunden. Hm. Gut, ich frage sie auch noch, ob sie uns was über Hochrotka erzählen kann. Die Graubärte lassen mich in Ruhe und ich lasse sie in Ruhe. Das kommt mir ganz gelegen. Okay. Ja. Jetzt verpasst diesen dummen Bären eine Abreibung. Ja, ich bin unterwegs. Entschuldigt, mein Herr. Möchtet ihr, dass ich euch... Nee, also du spielst wirklich wunderschön, Laute. Wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht, dann lasst es mich wissen. Die verfolgt uns. Ja, also Lautenspiel 1+, aber ich hätte mir noch ein bisschen Gesang erhofft. Bei den Göttern, dann ist es wahr? Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Wie sollen denn einfache Krieger ein solches Monster besiegen? Tja, glaubt mir, es geht. Es geht wirklich. Ich hätte es selbst nicht für möglich gehalten. Ah, Feuerschleierhügel. Schön. Ach, das ist wahrscheinlich dann auch schon das Grab, ne? Ein Hase? Ein Hase! Gut, also ein Hügelgrab direkt neben der Stadt quasi. Nee, ist gar kein Hügelgrab. Doch, ist ein Hügelgrab. Nehme ich mal an. Ich gucke jetzt mal ins Journal. Verschiedenes. Erkunde den Feuerschleierhügel. Ja, das wird er aber wohl sein. Ich denke, dann mache ich das jetzt auch. Ich finde das insofern auch sehr interessant, weil das letzte Mal haben wir in einem Hügelgrab diese mystischen Runen entdeckt, die wir dann in Zusammenhang mit der Drachenseele für eine Kraft nutzen konnten. Jetzt haben wir eine Drachenseele und uns fehlen die Runen. Vielleicht finden wir ja hier nochmal sowas. Könnte ich mir vorstellen. Aber erstmal Waffe zücken. Und zwar den orkischen Bogen. Was habe ich überhaupt für Pfeile drauf? Ich hoffe. Ja, Eisenpfeile. Das ist okay. Naja, das ist auf jeden Fall hier unser Pfeil für den Hausgebrauch. Vielleicht schleichen wir auch mal eine Runde. Denn das dürfte gleich mehrere Vorteile mit sich bringen. Hier geht's runter. Ja, mir fällt gerade was sehr Dämliches auf. Geschädigtes Buch. Ja. Also ob das so viel Sinn macht? Wahrscheinlich eher nicht, aber...
Okay. Da ist wohl Ende. Also hier runter. Da ist doch jemand, oder? Oder ist das eine Statue? Schwer zu sagen. Geht fort von hier. Geht fort von hier. Nein, ich möchte aber eigentlich nicht fort. Ja, die hatten wir eigentlich schon mal. Beim letzten Mal sind die aber teilweise zumindest aufgestanden. Nachtsicht haben wir drauf. Von den Zeitaltern der Menschheit. Illusion verbessert. Ist jetzt natürlich nicht so super interessant. Bringt das jetzt irgendwas, wenn ich diese ganzen beschädigten Bücher mitnehme? Nee, ich kann die doch jetzt nicht alle einstecken. Das sieht so aus, als wären hier Leichname einbalsamiert worden. Und es gibt 4 Hebel. Ah, okay. Lustiges Spielchen. Okay, hiermit haben wir die Falle ausgelöst. Cool. Jetzt sind beide auf. Ah, lassen wir das mal so. Aber die Falle war ja, die hat ja jetzt mal gar nichts gemacht. Ach, hier geht's aber noch lustig weiter. Also vielleicht brauchen wir doch noch eine andere Hebelkombination. Hier geht's nicht mehr weiter. Hier kommen wir so nicht runter. Ja, Lydia. Was ich eben noch sagen wollte und das, glaube ich, nicht getan habe. Ein bisschen blöd ist, dass wir das ganze Zeug noch dabei haben. Ah ja, das war eine blöde Falle. Ich erinnere mich. Kann ich jetzt hier durch? Gold und ein Zaubertrank. Na, supi. Steckt das alles ziemlich gut weg. Gut, ja, Frage ist, wie kommen wir hier rein? Ach, hier ist eine Kette. Oh Gott. Alles voller Fallen hier. Das finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Schale. Aha, öffnen Eisentür. Okay. Puh. Ich spüre die Gegend von jemandem. Ja, so habe ich mir das schon mal ungefähr vorgestellt. Das war gar nichts. Haha. Boah. Der hat aber hier irgendwelchen magischen Schaden verursacht.
Ansonsten jetzt nicht so interessant. Schließen, Eisentür, nee, eher nicht. Aber das war ja offensichtlich jetzt ein Geist von irgendwem. Ich meine, der Name sagte mir überhaupt gar nichts. Leinentuch. Ah, alles nicht so wirklich interessant. Aber stopp, ich wollte noch was nachgucken. Nämlich zum einen Zaubertränke. Essenz des Phantoms. 30 Sekunden Geisterform. Das heißt, das könnte sogar ein Mensch gewesen sein, der diesen Trank genommen hat. Und dann gab es da noch was. Da kann ich mich jetzt überhaupt nicht dran erinnern. Oh Gott, haben wir viel Zeug. Es gab doch dieses neue Kopfgeldgesuch. Ja. Der Drache im Aussichtspunkt der abgeschnittenen Zunge verschleppt unser Vieh und terrorisiert Bürger wie Besucher. Männer und Frauen von Rift, okay. Gut. Aha. Ja, das wird wohl, das wird ein Alchemist gewesen sein hier. Nordstahlpanzerhandschuhe. Zaubertränke sind fast immer gut. Auch wenn Magika halt eigentlich nicht ganz so interessant ist. Noch mehr Essenz des Phantoms. Ja, benutzen. Nee, das bringt uns reichlich wenig. Gutidu. Gold ist immer gut. Ja. Das war's dann aber auch. Aber war der denn auch die unheimliche Stimme? Ich meine eigentlich schon. Nee. Hier wollte ich eigentlich mal hin. Genau da können wir noch weiter erforschen. Was ist das? Okay. Also es bleibt sehr fallenlastig hier. Vielleicht mal wieder schleichen. Nein! Nicht im Ernst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie war denn das? Gab's da eine Lösung für das Rätsel oder nicht? Und hier bräuchten wir ja wieder so eine Kralle. Du brauchst die Saphir-Drachenklaue. Ja, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Vermaledeit. Okay, gut. Ich verstehe, uns fehlt noch was. Wir kommen hier nicht weiter an dieser Stelle. Jetzt ist nur die Frage, hätte ich die hier irgendwo finden müssen? Bin ich an der vorbeigelaufen oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Der trägt sie nicht bei sich, die liegt auch nicht hier irgendwo rum. Vielleicht sollte ich mir mal den Händler in Ivarstadt vorknöpfen. Gold. Das wäre natürlich ein riesiger Zufall, wenn es wieder der Händler der Stadt ist, der die Klaue bei sich hat. Ah, Moment. Beutel. Schade. Das wäre jetzt natürlich der Knaller gewesen. Tagebuch. Das Tagebuch von Vindelius Gatarian. 18. Morgenstern, 4. Äon 200. Ich weiß nicht, ob ich das richtig lese hier. Nein, vielleicht. Egal. Ich habe mein Lager im Innern des Hügelgrabs aufgeschlagen. Es muss der Ort sein.
Allen meinen Nachforschungen zufolge muss sich die Grabkammer hier befinden. Jetzt brauche ich nur ein wenig Zeit, um ungestört nach der Klaue suchen zu können. Sie muss hier irgendwo verborgen sein. Oh oh. Hoffentlich finden wir noch Hinweise. 25. Morgenstern, 4. Äon. Also sage ich jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung, ob die Zeitrechnung hier so heißt. 200. Ich weiß auch nicht, ob das eine 2 oder ein Z ist, aber so, ich lese. Ne, es ist eine 2. 25. Ja, 200. Das war eine knappe Sache heute mit diesem Schwachkopf Wilhelm. Er stand kurz davor, das Hügelgrab zu betreten. Doch ich konnte ihn verscheuchen, indem ich mit ein paar Tonscherben in einem Beutel klapperte. Diese Leute sind viel zu abergläubisch. Das bringt mich auf eine Idee. 28. Morgenstern, 4. Äon, 200. Ah ja, 4. Zeitalter, doch klar, das macht schon irgendwo Sinn. Nach einigen Fehlschlägen ist es mir gelungen, eine Mixtur zu erstellen, die funktionieren sollte. Der Schimmer ist perfekt. Ich sollte genauso aussehen wie einer der Geister, von denen die Bewohner von Ivarstadt glauben, dass sie in diesem Hügelgrab spuken. Ich werde es morgen ausprobieren. 29. Morgenstern, 4. Eon 200. Erfolg. Es hat besser geklappt, als ich mir träumen hätte lassen. Ich musste lediglich nachts vor dem Eingang zum Hügelgrab herumwandeln und mit den Armen fuchteln. Ich hätte beinahe laut losgelacht, als sie weggerannt sind. Das sollte sie fernhalten. Während ich meine Suche nach der Klaue fortsetze. 11. Herzfeuer, 4. Eon 200. Es ist fast ein halbes Jahr vergangen und noch immer gibt es keine Spur von der Klaue oder irgendwelche Hinweise auf ihren Verbleib. Es ist zum Verrücktwerden. Sie muss hier sein. Ich kann es nicht riskieren, Hilfe anzuheuern. Also muss ich alleine weitermachen. 20. Sonnenuntergang, 4. Eon 200. Sie ist nicht hier. Sie kann nicht hier sein. Das darf nicht sein. Es sind bestimmt die Leute von Ivarstadt. Sie müssen mich durchschaut haben und spielen nur mit mir. Sie wollen die Grabkammer selbst finden und die Reichtümer für sich behalten. 18. Abendstern, 4. Eon 200. Wieso? Wieso quälen Sie mich? Wieso vernichten Sie mich nicht einfach? Wer bin ich? Mein Verstand umwölkt sich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss mein Tagebuch lesen, um mir mein Ziel ins Gedächtnis zu rufen, zurückzurufen. Bin ich ein Teil dieses Grabs? Ist es meine Bestimmung, es zu beschützen? Was geschieht nur mit mir? 1. Äon 1050. Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen. Sie werden für ihre Verbrechen teuer bezahlen. All jene, die diese Mauern betreten, werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Macht. Ich bin der Hüter des Feuerschleierhügels. Wer sich mir widersetzt, wird sterben. Puh, ja. Ach so. Jetzt sollen wir das zu Wilhelm bringen. Alles klar. So einfach. Nee, überhaupt nicht einfach. Und ziemlich wahnsinnig, der Typ. Lydia. Bitte, tu mir das jetzt nicht an. Okay. Danke. Ich laufe jetzt hier einfach mal durch. Jetzt müsste doch was hier? Nee. Hier geht's raus. Ich hoffe, dass wir die Fallen jetzt nicht wieder auslösen. War ich hier schon? Ist das der Ausgang? Das ist der Ausgang. Dann habe ich den jetzt verschlossen über diese Ebel. Ach so, haha, jetzt habe ich den gleichen gezogen. Ja. So geht's wieder raus. Dann hoffe ich mal, dass der gute Wilhelm uns jetzt helfen kann. Ich bin ja mal gespannt, was wir jetzt für eine Tageszeit haben. Sieht düster aus, immer noch Nacht. Und da sind wir wieder. Willkommen im Gasthaus Wielemühe.
Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Ich glaube, ihr könnt. Hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Es sei denn, sie sind unterwegs nach Hochrodgar. Das habe ich im Feuerschleierhügel gefunden. Tagebuch überreichen. Lasst mich mal sehen. Das ist doch nicht zu fassen. Dieser Vindelius hat sich das Ganze also nur ausgedacht. Nicht zu fassen, dass wir so dumm waren. Nun, es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. Ah, unglaublich. Ja, danke schön. So, ich miete mir jetzt natürlich ein Zimmer. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Ja. Ah ja. Ja, da wollte ich ja eh schon hin jetzt. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ich bin hier. Ich bin nicht der Pelz an der Wand. Wilhelm. Mann, Mann, Mann. Ja, so. Oh mein Gott. Ich würde sagen... Ich finde, ihr solltet eure Kunst weiter zum Besten geben. Also wir machen jetzt noch eine kleine Party. Wir lernen, laden noch hier die Sternsingerin ein. Es sind jeden Abend dieselben. Ja. Ich finde, dass ihr wunderbar... Haben wir hier was zu trinken? Naja, einen Krug zumindest. Es wäre eine Schande, wenn ihr aufhören würdet. Okay, wir sagen erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin völlig durch. Wir machen hier jetzt noch Party und beim nächsten Mal gehen wir in das Grab zurück und lösen das Rätsel um den sich teleportierenden Wilhelm. Bin schon ein bisschen fasziniert. Okay, Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.